Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns die JCC-Bewertung zur 16. Gruppe A. Wir schauen rein. Ich bin gespannt, wie das Voting angekommen ist, wie die Leute angekommen sind, ja. Eine recht starke Gruppe, meiner Meinung nach, ja. Schwierig jetzt einzuschätzen, wie die Leute angekommen sind. Ich habe die Votings nicht im Kopf. Wir werden sehen, im Vergleich zum letzten Mal relativ kurz, aber beim letzten Mal hat Julian ja zu allen Quali-Teilnehmern was gesagt. Ich bin gespannt, wie ausführlich jetzt diese Bewertung hier stattfinden wird. Mal sehen, let's go. Yeah. Intro ist okay mittlerweile, wie gesagt. Ich habe mich damit abgefunden. Ich habe akzeptiert. Wir durften die erste Gruppe der Corona-Cypher genießen und es war eine sehr stabile Gruppe. Vielleicht erweitert sich der Horizont noch für Leute, die ausschließlich in die Fresse Rap feiern können, denn wir haben dieses Jahr viele junge Talente dabei, die das Niveau dieses Turniers auf ein bisher unerreichtes Level bringen und das ohne, dass Asoziale an die Fresse Rap dabei zu kurz kommt, sondern sie sorgen einfach nur für eine nie zuvor dagewesene Vielfalt. Aber fangen wir an mit dem, was wir kennen und lieben. Es ist schon die ganze Woche klar, dass Sensory weiterkommt, deswegen ist das auch für niemanden eine Überraschung und ich kann mir sparen, hier irgendwie zu versuchen, irgendwelche Spannungen aufzubauen. Der Junge ist Epilepsie auf Beats. Sensory hat Tollwut oder sowas. Ich bin mir zu 98% sicher, dass er beim Einrappen seines Tracks Schaum vorm Mund hatte. Das muss an der zweiten Autobatterie an seinen Eiern liegen. Ich weiß nämlich aus zuverlässiger Quelle, dass er sich diesmal an jedem Ei eine Autobatterie anschließen lassen hat. Unser Konto auf dem Minus, wir haben Hausverbot in Spielos. Aber eine Frage wirft sich bei mir auf. Er sagt, sie hätten Hausverbot in Spielos. Wie schafft man das? Man kriegt ja auch richtig easy Hausverbot in Spielos. Würde ich mal behaupten. Wenn du dich halt da wie ein Bummkopf so benimmst. Keine Ahnung, Digga. Getränke verschütten, laut sein, rumpöbeln, keine Ahnung. Es gibt viele Gründe. Safe ist gar nicht so schwer, glaube ich, aus einer Spielo rausgeworfen zu werden und Hausverbot zu bekommen, oder? Spielos leben doch dafür, jeden bis auf die Unterhose auszunehmen. Und es sollte sowas überhaupt nicht geben. Wie dem auch sei. Er bekommt auf jeden Fall schon mal 10% extra für die Energie seiner Autobatterien. 10%. Ah, True, Julian darf ja Bonuspunkte verteilen, wie er lustig hat. Wie er Lust hat. Extra für das Ich deine Mutter des Jahres. Ich deine Mutter! So genial, wie er das rüberbringt, sollte der ein oder andere von euch sich ernsthaft Gedanken darüber machen, ihm seine Mutter anzubieten. Das Oha, Jungs. Wäre nur fair. Wir sind blau, so wie der Avatar. Schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ah, ich hab Kontakte. Ich hab Kontakte. Was die Hook angeht, so scheint es, als hätte er Kontakte. Er hat so viele Handynummern, dass er gleich zwei Handys braucht, um alle abzuspeichern. Nicht die beste Hook diese Woche, aber schön für ihn, dass er Kontakte hat. 10% gibt es noch für das spektakuläre Ende seines Videos. Schön zu sehen, dass er genug Kraft hat, ein Mikrofon umzuwerfen. Sensory ist damit absolut konkurrenzlos auf Platz 1 diese Woche und der Erste, der ins Achtelfinale einziehen darf. Unsere Nikes sind am Flick, Lifestyle ist am Flick. Von euch Asi-Rappern, ja, ist keiner so am Flick. Tommy Trappet und der Regenmacher sind unser Neuzugang und auch direkt wieder Ausgang. Schade, dass das mit den Mails nicht geklappt hat in der Qualifikationsphase, denn die beiden wären auf jeden Fall nicht auf Platz 31 gelandet und somit auch nicht in dieser Gruppe. Egal, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, da lässt sich nichts mehr machen. Wenigstens hatten die beiden kurz ein Spotlight. Wir haben hier, wie ich finde, die beste Hook diese Woche, den krassesten Style diese Woche, das sich am meisten drehende Video aller Zeiten. Real Talk, Jungs, mir ist immer noch ein bisschen schwindelig. Und die beiden sind on fleek. Vielleicht sieht man sich im nächsten Turnier wieder. Der Zug nach Hause, ja, den hab ich leider verpennt. Schlafe öfter auf Parkbänken als im eigenen Bett. Rufst du mich an, drück ich dich weg. Hab keinen Empfang für Stumpf. Ey, ich hoffe, Bonnie kommt weiter, Jungs. Aber Les wird Prophet Andi gemacht haben. Zum Schluss kommen unsere beiden Wackelkandidaten, Prophet Andi und Bonnie. Ja, ich habe sie gefragt, was dieser BNY-Kram zu bedeuten hat. Und es steht für Bonnie. Habt ihr auch kommentiert bei mir, Jungs? Dankeschön. Ich bin modusweise ab wie Lotus und ich bleib. Es ist halt kacke, weil der Text nicht so nice war. Im Fokus. Reise um den Globus, kriege Millenfusches ohne Tittenbonus. Bonnie hat einfach mal die selbstironischste Zeile in ihrem Lied, und zwar, dass sie Millenvorschuss auch ohne Tittenbonus bekommt. Bitch, ich hab einen und hab mich damit. Man muss einfach alles aus werbetechnischen Gründen muten bei ihm scheinbar. Verständlich. Prophet Andi hat generell die unterhaltsamsten Lines in seiner Runde mit seinem geisteskranken Humor. Auch wenn ich sein Schwanzgelaber ekelerregend finde. Ja. Witzigerweise haben Bonnie und Prophet Andi die besten Reime in ihren Liedern. Bei Prophet Andi gibt es prächtigen auf Schwester verewigt, einsam und
Bei Bonnie? Gut, okay, ich bin gespannt. Auf drei Tage Blut, Polizisten auf Titten glotzen, leider verpennt auf eigenem Bett. Bei Bonnie, Tune fehlt der Treiber, auf Groove in die Cypher. Okay, ja. Oh, ey, ich hab auch gute Reime übersehen, scheinbar, okay. Millenvorschuss auf Tittenbonus. Ja, okay, gut. Okay. Profit Andy hat insgesamt aber mehr Reime mit Qualität. Auf jeden Fall. Und bekommt 10% für die besten Reime diese Woche. Was das Soundbild angeht, ist Profit Andy fast unhörbar. Und Bonnie für ihn in unerreichbarer Ferne. Stimmeinsatz, Harmonie und Klangästhetik ist bei Bonnie einfach am besten diese Woche. Safe. Die Mische war unnormal gut, fand ich. Gerade im Vergleich zu Quali, wo sie noch ein bisschen gewackelt hat für mich. Unnormale Steigerung. Ich spiele die Videos eine untergeordnete Rolle in der Corona-Cypher, aber es ist nun mal Fakt, dass Bonnie das beste Video diese Woche hat. Die Stimme ist so angenehm, man, so soft. Außerdem stimmt ihre Aussage, dass sie den Groove in die Cypher bringt. Sie hat den besten Groove diese Woche. Prophet Andy, also die Kunstfigur, nicht der Junge dahinter, ist einfach der widerlichste kranke diese Woche. Krass! Ey, das freut mich tatsächlich. Das freut mich tatsächlich. Die beiden, die ich am liebsten mochte, sag ich mal, sind für mich weitergekommen aus der Gruppe A. GG, Mann. Ich hab echt gedacht, ich wollte nicht sagen, ich habe Angst, aber ich habe gedacht, dass Profit Andy weiterkommt, weil viele von euch den nice fanden. Ich finde den auch nice, aber dass er eigentlich auf dem JPB-Kanal besser stattfinden kann als eine Bonnie. Aber es freut mich, dass sie weitergekommen ist. Natürlich, Bonuspunkte hin und her, bla bla bla. Trotzdem freut mich das sehr zu sehen, die beide weiter. Fresh. Nice. Hier nochmal alle Platzierungen auf einen Blick. Platz 1 und 2 sind im Achtelfinale, Platz 3 und 4 sehen wir hoffentlich im nächsten Turnier wieder. Gleich um 18 Uhr kommt Gruppe B und das sind Donny42, KG, Anti und Gay Butters. Zusammen mit einem Special Guest, mit dem man, denke ich, nicht rechnen würde. Was? Okay. Wir sind so wie der Avatar, schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ich hab Kontakte. Okay, ich muss sagen, die Hook bei längeren Hören ist sie gar nicht so schlecht, die Hook. Ich habe mir das Lied nur ein paar Mal gegeben und das Kontakte, Takte, finde ich nicht mehr so kacke, wie ich es in der Reaction gesagt habe. Yeah, ich hab Kontakte, wir sind blau so wie der Avatar, schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ah, ich hab Kontakte, yeah, ich hab Kontakte. Ich freue mich sehr auf die nächste Gruppe, gerade wegen Special Guest, wegen der Special Guest Ankündigung. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Das finde ich halt nice, dass langsam so die Features anfangen. Wer sieht, Freunde, das war auf jeden Fall Bewertung Gruppe A. Schreibt mir gerne rein, wer euer Favorite war. Oder seid ihr enttäuscht, dass der Dings raus ist, der... Ich habe seinen Namen leider schon vergessen. Warte, ich schau ganz kurz nach. Ich will jetzt nicht so disrespectful sein. Das, widerlichste kranke... Und zwar... Tommy, T und Regenmacher raus sind. Und Profit Andy. Oder seid ihr auch cool mit der... Bewertung so, schreibt es gerne rein, von ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem weiteren wunderbaren Video, bleibt fresh, so wie immer und ciao.